Timo, wie zufrieden bist du mit dem einen Punkt? Ja, also ich glaube, da hat man heute ganz gemischte Gefühle. Wir haben, glaube ich, sehr lange geführt, haben auch teilweise mit 3 oder 4 Toren, glaube ich, sogar geführt. Und wenn man dann am Ende mit einem Punkt dasteht, das ist relativ schwer einzuordnen. Ich glaube, wenn man uns vor der Partie gesagt hätte, dieser Punkt wäre es gewesen, selbst da wäre ich nicht sicher gewesen, weil ich glaube, wir haben ja zu Hause eigentlich eine Festung, wo wir gute Spiele gezeigt haben bislang in dieser Saison. Und deswegen war es möglich, Melsungen auch heute hier zu schlagen. Letzten Endes muss man dann auch zufrieden sein mit diesem einen Punkt. Zufrieden, das ist ein Stichwort. Du kriegst immer mehr Spielzeiten. Wie fühlst du dich mit dieser großen Verantwortung? Ja gut, also ich glaube, ich kenne es jetzt bereits aus den letzten Jahren, als Torger sich auch verletzt hat. Für mich persönlich, man freut sich nie über eine Verletzung eines Spielers und aber es ist schön für mich, dass ich spielen kann, gebe ich ja auch offen zu und ich glaube, das bringt mich einfach weiter. Was ist aus deiner Sicht heute der Schlüssel zum Erfolg gewesen? Ja, ich glaube, die richtige Defensive mit dem Tempospiel, wir haben heute relativ wenige Fehler im Konter gemacht, glaube ich, und deswegen haben wir uns auch lange Zeit so gut gehalten im Spiel und haben auch geführt und Melsungen war auch nicht im Tempospiel. Ich glaube, Selin und Allendorf hatten auch nicht so viele Tempogegenstöße und ich glaube, das war dann der Schlüssel zum Erfolg bzw. zu einem Punkt. Zimi hat ja wieder mal fantastisch gehalten, die Katze, aber auch der 8. Mann, die Halle, ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Wie empfindest du das auf der Platte? Ja, das ist auf jeden Fall immer ein geiles Gefühl, wenn man hier vor voller Halle spielt. Sie peitschen einen nach vorne und das merkt man auch selbst, wenn man in der Auszeit ist und dann geht das Spiel wieder los und die Halle geht wieder mit und ist auf jeden Fall mal ein geiles Gefühl hier zu spielen.